So, herzlich willkommen. Ich muss mich erstmal noch ein bisschen sammeln, weil ich bin unglaublich genervt. In einem Maße, das könnt ihr euch nie vorstellen. Ja, ich war ja heute bei der Polizei gewesen und habe mir das angeguckt, weswegen ich schon wieder vorgeladen bin. Ja, ich muss mal kurz das Video teilen, damit es auch gleich alle sehen und alle gleich wissen, was hier Phase ist. Weil es ist für mich der größte Skandal in Sicht von Willkür. Also, sagen wir es erstmal so. Ich wusste bis vorhin nicht, dass es für einen Deutschen verboten ist, den größten deutschen Verbrecher, den Massenmörder Adolf Hitler zu posten. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich weder links noch rechts bin. Ich bin Computernerd. Ich bin einfach nur an der Wahrheit interessiert. Mir ist das scheißegal, ob jemand bla oder bla ist. Ich will wissen, was Phase ist. Ganz einfach. Und ich prüfe die Dinge selber nach. Das ist das Erste. Ich kenne nicht mal einen Nazi. Na? Jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin der Meinung, es sind einige Nazis auf westdeutschen Boden abgehauen. Jeder, der mich kennt, weiß, die Nazis, das erste Land, was sie überfallen haben, war ihr eigenes. Und dass ich gegen diese Leute, die ja heute immer noch leben, agiere. Ja? Also ich hab, bin, mir wird staatsgefährdendes Verhalten vorgeworfen, weil ich Adolf Hitler Bilder gepostet habe. Beispiel. Adolf Hitler in Argentinien. Das ist eine schwere Straftat. Das ist staatsgefährdend. Ein Bild von Adolf Hitler in Argentinien, auch wenn es nur aus der FBI-Akte ist, dieses Bild ist staatsgefährdend. Das muss man sich mal vorstellen. Ich bin in einer Szene, in einer wahrheitssuchenden Truther-Szene, dort muss man Fakten und Beweise vorlegen. Ich habe jetzt einfach mal, damit ihr versteht, was jetzt mein Problem ist. Habe jetzt einfach mal ein paar Artikel vorbereitet. So. Ne? Wenn ich jemanden erzählen würde, dass Adolf Hitler Baron Louis, ne, The Rothschild verhaftet hat, aber im gleichen Augenzug erzählt, dass seine Oma bei Hitler das Zimmermädchen war, dann wollen in dieser alternativen Szene Leute Beweise sehen. Ab sofort werdet ihr nur noch solche Beweise sehen. Von mir selbst zensierte. Wie sagte der Polizist, dann müssen sie halt was drüber machen oder abschneiden. Ja, bin ich denn jetzt wie die Presse? Zensiere ich jetzt? Schneide ich ab? Hier geht es mir nie um die Bilder. Sechs von neun Bildern sind angeblich staatsgefährdend, weil dort Adolf Hitler sein Gesicht zu sehen ist. Und das ist verboten. Es ist verboten für einen Deutschen. Mir wurde in der Schule beigebracht, nie wieder Schweigen, nie wieder Krieg. Es ist meine Aufgabe dazu zu verhindern, dass jemals wieder sowas entsteht, wie damals war. Das hat man mir in der Schule beigebracht. Und so agiere ich auch. Sobald irgendeiner einen Stein in die Hand nimmt, ist er aber für mich durch. Mir ist deine Meinung erstmal egal, aber sobald du zu Gewalt greifst, bist du für mich unten durch. Mir jetzt aber zu verbieten, Fotos von Adolf Hitler im Vatikan zu posten, mir zu verbieten, Adolf Hitler mit so einem kleinen Mädchen, wo man munkelt, das wäre doch jetzt die Frau, zu posten, das ist verboten. Adolf Hitler in einer kompletten Freimaureruniform zu posten, das ist auch staatsgefährdend. Ja. Ich habe da das Bild gesehen, gerade bei der Polizei. Adolf Hitler bei, mit der Staat, mit der Freimaurerzeug drumrum. Das Bild ist staatsgefährdend, das werfen die mir jetzt vor. Adolf Hitler in Argentinien, Adolf Hitler beim Vatikan, Adolf Hitler neben Frau Merkel, Adolf Hitler neben dem kleinen Kind. Sowas werfen die mir vor. Ich darf als Deutscher, und ich muss dazu sagen, auf NTV läuft 24 Stunden am Tag Adolf Hitler mit bewegten Bildern ab. Und ich habe hier einen Weltartikel irgendwo. Ja, hier seht ihr mal, ab sofort werde ich nur noch so Beweisstücke präsentieren. Ich mache mich damit lächerlich. In einer Wahrheitsszene Beweise selbst zu reduzieren und selbst zu beschneiden und dann als Beweis vorzulegen,
da lacht man mich aus. Wenn ich es aber nie mache, ist es staatsgefährdend. Die Wahrheit ist staatsgefährdend. Da tue ich nicht mal irgendwelche Symbole oder irgendwas. Es geht hier nur um das Bild von Adolf Hitler in Argentinien. Adolf Hitler beim Vatikan. Adolf Hitler mit einem kleinen Mädchen. Adolf Hitler mit einem Bild neben Frau Merkel. Adolf Hitler in Freimaureruniform. Das wirft man mir vor. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist mir verboten, Bilder des größten Verbrechers der deutschen Geschichte zu posten und darüber aufzuklären, welche Verbrechen er begangen hat am deutschen Volk und an anderen Völkern. Und mich dann als staatsgefährdend hinzustellen und mir einen rechten Strick zu drehen und mich dann am besten noch als Wiederholungstäter dastehen zu lassen. Alter Schwede. Na? Ich zeige euch noch ein paar Bilder. Ab sofort wird es die Bilder von mir nur noch so geben. Alle wichtigen Bilder werden ab sofort zensiert. Und wenn sich jemand wundert, warum, und wenn jemand nochmal fragt, wo ist die Quelle? Dieses Bild ist staatsgefährdend. Dieses Bild ist ein Verbrechen an der Menschlichkeit. Dieses Bild ist aber meiner Meinung nach wichtig. Ich kann es bloß nicht mehr zeigen, anders. Wenn ihr ein Gefühl habt, dass ihr euch gerade beschnitten fühlt wegen Corona um eure Menschenrechte und eure Bürgerrechte, wenn ihr euch gerade ausspioniert wollt, fragt euch mal warum. Weil die Nazis wieder da sind und die Nazis schützen andere Nazis. Ich darf nicht über die Verbrechen der Nazis damals aufklären, damit die Leute verstehen, dass dieselben Faschisten heute wieder da sind. Das verbietet man mir. Und ich weiß jetzt schon, dass das wieder teuer wird. Das geht mir unglaublich auf den Sack. Ja? Der Beweis, dass alle abgehauen sind. Alle Gesichter müssen geschwärzt werden. Ja, ab sofort lege ich nur noch Beweise vor mit geschwärzten Gesichtern. Adolf Hitler im Popo-Club. Kennt ihr bestimmt. Ja, hier ist Adolf Hitler. Hier ist der Popo-Club. Das ist doch gar kein richtiges... Nee, ich weiß, dass es kein richtiges Beweisstück ist. Das ist deutsches Recht. Beweisstücke könnten staatsgefährdend sein. Wenn ihr damit ein Problem habt, ja, mit solchen Bildern. Weil ich weiß nie, was hier daran staatsgefährdend sein soll. Ich verstehe es einfach nie. Ich verherrliche weder irgendwas, noch tue ich irgendwie aufhetzen oder irgendwas anderes. Ich rede, wenn dann, nur über denn ihre Verbrechen und die abgehauen sind. Es ist ein Skandal, dass man Beweisstücke nicht vorlegen darf, dass Hitler in Argentinien abgehauen ist nach 45. Es ist verboten, auf deutschem Boden sowas zu posten. Und das verstehe ich nicht. Das tut mir leid, das verstehe ich einfach nicht. Mir wurde in der Schule beigebracht, nie wieder zuzulassen. Dazu muss ich verstehen, was passiert ist. Ich muss verstehen, was passiert ist. Das sind die Bilder, die man mir halt vorgelegt hat. Ja. Ich verstehe es einfach nicht. Und ihr wisst alle, ich habe absolut nichts Rechtes an mir. Aber ich fühle mich hier in meiner Recherche. Hier geht es nie um mich. Denkt mal einen Schritt weiter. Jeder einzelne von euch, der es wagt, ein Beweisstück zu posten, der macht sich strafbar. Ich bitte euch, das zu bedenken. Jedes einzelne Foto könnte ein strafbares Foto sein. Ich werde ab sofort Vorträge halten über die Verbrechen der Nazis, ohne ein einziges Bild zu zeigen. Das macht man so wissenschaftlich. Stellt euch mal vor, ein Professor. Ich verstehe zwar nicht vom NTV das Dorf. Ich verstehe zwar nicht, warum in meinem Geschichtsbuch ein Bild von Adolf Hitler drin ist. In meinem Lexikon ist ein Bild von Adolf Hitler. Im Brockhaus ist ein Bild von Adolf Hitler. In der Zeitung stehen Bilder von Adolf Hitler. Das ist nicht staatsgefährdend. Aber wenn ich seine Verbrechen aufzähle, das ist staatsgefährdend. Weil ich die falschen Themen, Hitler als Freimaurer, Hitler mit dem kleinen Mädel, was heute vielleicht bei uns Kanzlerin ist, Hitler in Argentinien, darum geht's da eher. Hier geht's nie um die Bilder. Und ich muss gleich mal googeln. Bitte erklärt mir, seit wann man das nicht mehr darf. Ich wusste es nicht mal. Ich wusste bis vorhin nie, dass man keine Bilder von Adolf Hitler, dass es verboten ist.
Das ist für mich ein Skandal. Das ist der größte Verbrecher, den wir jemals hatten. Und ich darf nicht drüber reden. Ich darf nicht mal posten. Also, nee. Falls ihr wisst, seitdem es verboten ist, seit wann ist es verboten, Adolf Hitlers Gesicht zu zeigen? Ich verstehe es nicht. In denen Adolf Hitler ikonenhaft dargestellt wird. Was heißt denn ikonenhaft dargestellt? Als Held quasi. Ja? Ikonenhafte Darstellung. Oh, es geht mir so auf den Sack, dass ich wegen so einem Rotz überhaupt googeln muss. Was ist ikonenhafte Darstellung von Adolf Hitlers verboten? Ich muss noch mal gucken. Ist Adolf Hitler hier neben dem kleinen Mädchen ikonenhaft dargestellt? Ich weiß es nicht. Ist Adolf Hitler hier, als er sich in den Popo gefickt hat oder ficken lassen hat? Ist das ikonenhaft? Und hier, Adolf Hitler beim Vatikan, ist das ikonenhaft? Ich würde es verstehen, wenn man ihn heldenhaft mit der Fahne wieder stolz voran und hinten die Flaggen, wie alles brennt. Das mache ich aber nie. Ich kläre über seine Verbrechen auf. Und seine Kinder und die, die drüber sind, nachweislich über den Vatikan jetzt veröffentlicht, über die Schweizer Bank 12.000 Konten, nach runter nach Lateinamerika, wo das FBI-Akten veröffentlicht wurden. Das ist bewiesen. Aber auf deutschem Boden ist es verboten, das zu posten. Weil das Bild von Adolf Hitler drauf ist. Deswegen bitte, wenn ihr wisst, seit wann das verboten ist, das Bild von Adolf Hitler zu zeigen, dann schreibt mir das bitte. Ich muss das wissen. Ich habe keinen Bock, wegen so einer Scheiße auch noch Geld zu bezahlen. Weil ich finde das lächerlich. Ich finde das absolut lächerlich. Wenn ich jetzt einen Fernseher hätte und schalte ihn ein, ich wette, da kommt Adolf Hitler auf NTV. NTV, den Sender, gäbe es nicht mal ohne Adolf Hitler. Dort läuft rund um die Uhr Adolf Hitler. In bewegten Bildern. Und jetzt ist das, was ich hier mache, ein Bild. Staatsgefährdend? Wollt ihr mich verarschen? Es war ein Berliner Kriminalkommissar, Polizist, der angeblich auf meine Profil gestoßen wäre. Ja, man hat es ihm gegeben. So sieht es bei ihr aus. Ja? Also kennen Sie mich jetzt schon in Berlin. Okay. In dem Ordner, in dem das Bild drinne war, das kann ich euch auch gleich nochmal zeigen, sind insgesamt 600 Bilder. Die habe ich alle mit Emma hochgeladen. Ich habe nicht wissend, wenn dann, no, also wenn dann ist Facebook schuld, wenn dann ist es nicht wissend, weil ich habe die ganzen Bilder mit Emma hochgeladen und die vorher durchgeguckt. Aber hier ist nur JFK-Zeug drinne. Nur Q und JFK Call. Ja? Und da waren halt sechs Bilder von Adolf Hitler, hier immer als Freimaurer und das und das und das. Und das ist jetzt staatsgefährdend. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es absolut nicht. 8 von 600 Bildern aus diesem Ordner sind staatsgefährdend. Weil dort Hitlers Gesicht drauf ist. Und Emma hat sich. Die sächsische Züge waren alle kaputt und da brauchten sie, da mussten sie aus dem Museum einen Zug und da fuhr die alte Reichsbahn wieder. Und ich habe geschrieben: Oh, in der Heimat fahren sie wieder oldschool. Na? Sächsisches Museum stellt deutsche Reichsbahn wieder in Dienst und meine Überschrift: Oh, in der Heimat fahren sie wieder oldschool. X und großes D. Das ist auch staatsgefährdend. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Ich will es auch nicht verstehen. Das ist für mich ein Skandal, sondersgleichen, dass ich über den größten Verbrecher, den wir hier jemals hatten, nie reden darf. Als würden sie seine Verbrechen schützen. Dieses Gesetz spuckt auf alle toten Juden, auf alle toten Russen, auf alle Opfer des Nationalsozialismus. Wenn ich nicht darüber reden darf, über diese Verbrechen,
Die Würde eines jeden ist unantastbar, aber damit spucken sie auf die Leichen. Das ist doch hier das Problem. Ich darf nicht über Hitlers Verbrechen reden. Ich darf nicht darüber reden, dass Hitler beim Vatikan war. Ich darf nicht darüber reden, dass Hitler Freimaurer war. Ich darf nicht darüber reden, dass Hitler abgehauen ist. Und ich darf nicht darüber reden, dass Hitler Kinder hatte, die heute wieder hier sind. Und dasselbe Faschismus wieder abläuft. Nie wieder schweigen, nie wieder Krieg wurde mir beigebracht. Und jetzt muss ich wegen so einer Scheiße bei der Polizei antanzen? Wegen Bilder von Adolf Hitler, die seine Verbrechen zeigen? Das wäre staatsgefährdend, das zu zeigen? Ey, alter Schwede, es geht mir so auf den Sack, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mir wurde ja schon mal Staatsgefährdendes vorgeworfen. Da hatte ich ein NATO-Zeichen und wenn man es 5% aufklappt, war ein Hakenkreuz zu sehen, weil sie sind ja alle mit Operation Paperclip rüber. Da gibt es ja auch Dokus drüber. Aber dort waren 8% von einem Hakenkreuz zu sehen, das heißt sofort 100 Stunden. Staatsgefährdend. Zu beweisen, dass die Nazis in der NATO sind, das ist staatsgefährdend. Damit haben sie mich damals schon mal verurteilt. Wenn die mich jetzt nochmal wegen so einer Scheiße, dann bin ich Wiederholungstäter. Für das Posten von Beweisen, dass die Nazis abgehauen sind. Es geht immer nur darum, dass die Nazis abgehauen sind und dafür wollen sie mir irgendwas vorwerfen. Als würden die Nazis von heute die Altnazis von damals schützen. Und auch die Verbindung von der Freimaurerei zu Adolf Hitler ist ja auch verboten, drüber zu reden. Wieso darf ich das als Deutscher nicht? Es ist meine Aufgabe, die Geschichte zu verstehen, damit das nie wieder passiert. Und ich habe die Geschichte verstanden und ich bin der Meinung, es passiert gerade schon wieder. Und dann tun die Faschisten von heute mich wegen so einer Scheiße. Ich würde es verstehen, wenn ich was gemacht hätte. Und dann auch der Tipp von Polizisten war zwar gut gemeint, ich soll was drüber machen oder abschneiden, aber dann bin ich wie die Presse. Dann manipuliere ich das Bild. Ich tue doch kein Originalbeweisstück manipulieren. Also, wie soll man wissenschaftlich arbeiten? Wie soll man eine Doktorarbeit sein? Wie soll man im historischen Doktorarbeit über... Darf man das überhaupt noch an der Universität? Wieso darf in meinem Geschichtsbuch das drinne stehen? Das wird an alle verteilt. Aber wenn ich es auf Facebook poste, dasselbe, ist es ein Verbrechen. Also irgendwann hört's auf. Das ist Willkür in einem Maße, die ist nicht mehr lustig. Ha? Jetzt darf ich mir einen Anwalt suchen. Der will dann wieder Geld von mir, was ich nie hab. Wegen so einer Scheiße? Ich will, dass ihr dieses Video überall hin postet. Und ich will, dass alle anderen drüber reden. Nie bloß über das Corona, dass wir uns jetzt die Rechte alles wegnehmen. Weil das ist Geschichtsverfälschung. Als Deutscher nicht über den größten Verbrecher, den wir hier jemals hatten, reden zu dürfen. Also reden darf ich, aber ich darf kein Bild dazu zeigen. Das ist sehr glaubwürdig, bei einem wissenschaftlichen Vortrag über Adolf Hitler kein Bild von Adolf Hitler zu zeigen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wie ist das in der Schule? An der Universität? Der Professor, Geschichtsprofessor redet über Adolf Hitler, darf aber kein Bild zeigen? Ansonsten wäre es ja staatsgefährdend, wenn alles seine... Oder gilt das nur für mich, das Gesetz? Ich gehe mal davon aus, das Gesetz gilt nur für mich. Weil die haben gesucht und nichts Besseres gefunden. Danach geht's da eher. Das ist Willkür in einem Maße, das ist tiefste DDR. Aber tiefste DDR. Und das Maß ist irgendwann voll. Ja? Verbreitet die Kunde. Weil das kann nicht so sein. Es darf nie sein, was nie sein darf. Ja? Wegen so einem Scheiß. Ich wiederhole nochmal. Bilder von Adolf Hitler in Argentinien sind verboten. Auch wenn sie aus der FBI-Akte sind. Auch wenn sie in einem Weltartikel. Es gibt eine Zeitung, Die Welt. Ja, ja, das ist der Originalartikel. Darf ich nie zeigen. Das ist verboten. Wieso darf der das? Und ich nie. Ist der etwas Besseres, der Jonas Althaus, als ich? Wieso darf der über die Themen reden und ich nicht? Das ist Willkür. Entweder das Recht gilt für alle gleich, wenn auf NTV Hitlers Gesicht kommt, auf N24, ARD-Dokus, überall Hitler, Hitler, Hitler in bunten Farben. Und wenn ich ein Bild von Hitler poste, ist es staatsgefährdend? Nee, also, komm, hör auf. Nee, nee. Ich will, dass ihr dieses Video verbreitet in alle. Die sollen alle wissen, was hier los ist. In diesem
Und wenn alle anderen die von der Partei verbreiteten Lüge glaubten, wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. George Orwell, 1984.